Herzlich willkommen bei Nonsenf, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Und hier ist auch schon die Meldung der Woche. Petro Lombardi hat Corona. Er kann ganz schlecht ein- und auch wieder ausatmen. Wichtiger für uns ist aber im Moment, er singt nicht. Er sitzt auch in keiner Jury. Bei DSDS wurde er ja durch Michael Wendler ersetzt. Im Bankendeutsch heißt das Umschulden. Also wenn man einen Kredit aufnimmt, um einen anderen zu bezahlen. Also statt Petro Lombardi, Michael Wendler, da hat man sozusagen ein Loch mit einem Platzhalter ersetzt. Aber der Platzhalter Wendler hatte ja sehr medienwirksam gekündigt und jetzt sitzt an seiner Stelle dort Mike Singer. Was der Nachname verspricht, kann er aber leider nicht halten. Aber sei es drum, DSDS guckt ja keiner, weil dort gesungen wird. Aber wer meldet sich jetzt wieder zu Wort? Richtig, der Wendler. Der äußert sich ein bisschen zu DSDS und ein bisschen zu den blöden Gags, die dort über ihn gemacht werden. Aber er schreibt auch was ziemlich, Wendler-mäßiges. Oliver Pocher liest es uns vor. KZ Deutschland, ja, nachdem du hier über die neuen Corona-Regeln und die Verlängerung des Lockdowns geschrieben hast. Es ist einfach nur noch dreist, was sich diese Regierung erlaubt. Das Einsperren von freien und unschuldigen Menschen ist gegen jegliche Menschenwürde. KZ Deutschland. Ja, das KZ zu vergleichen mit Deutschland, das ist so ziemlich das Asozialste, was ich je gehört habe, weil es hat gar nichts damit zu tun. Da muss ich ausnahmsweise mal Oliver Pocher recht geben. Da sitzt Michael Wendler übrigens im sonnigen Florida, wenn er sowas schreibt. Und jetzt hat RTL reagiert und hat ihn auch aus den schon abgedrehten Folgen einfach rausgeschnitten, weggepixelt, weggemalt. Bei der letzten Folge, die lief, war er einfach rausradiert, kein Wendler mehr. Und jetzt könnte man DSDS fast wieder anschauen. Ja, was geht in einem Menschen vor, der Deutschland mit einem Konzentrationslager vergleicht? Man könnte denken, er hat Bleichmittel getrunken. Armer Michael Wendler sitzt da ganz einsam in Amerika und dort passieren ja im Moment auch gruselige Sachen, oder? Wir werden niemals aufgeben, wir werden es niemals eingestehen, das wird nie passieren. Wir werden da runtergehen und ich bin bei euch, wann immer ihr wollt, aber vielleicht auch sofort zum Kapitol. Trump ist ein Führer, er steht für eine freie Welt und unsere Rechte. Und hätten wir Probleme, würde er dasselbe machen. Er hat mich eingeladen und wenn er mich einlädt, muss ich kommen. Ich denke, ich soll hier sein. Ich glaube, Gott will, dass ich hier bin. Also bin ich hier und sie ist hier, um mich zu unterstützen. Trump hat die Wahl gewonnen. Das war genug Betrug und Beschiss, der vertuscht wurde. Darüber wollen sie nichts hören. Wir wollen nur, dass uns die Wahl nicht gestohlen wird. This hour,
In dieser Stunde ist unsere Demokratie unter Belagerung, anders als alles, was wir in jüngster Zeit gesehen haben. Unter Belagerung am Ort der Freiheit, dem Kapitol selbst. Heute wird unsere Demokratie schamlos belagert, aber das hält uns nicht auf, die Wahl von Kamala Harris und Joe Biden zu bestätigen. Verrückt, man stürmt das Kapitol in Washington. Jetzt spricht man wieder über eine Amtsenthebung gegen Trump. Eine Woche, bevor er sowieso gefeuert würde. Er hat den Mob aufgehetzt, er hat die Leute dazu angestiftet. Würde in Deutschland nicht funktionieren. Hatten wir aber auch schon. Aufgehetzte AfD-Anhänger im Bundestag. Und Alice Weidel darf immer noch twittern. Meuthen ist noch bei Facebook und Gauland hat immer noch seinen Fernschreiber in seinem Bunker. Nur Trump, dem wurde der Twitter-Account gesperrt. Kann man sagen, hier läuft's doch prima in Deutschland, oder? Naja, man sagt, die Amis sind uns Deutschen ja immer 10 Jahre voraus. Ob's stimmt? Im zweiten Teil. Gleich. Das Auto passend zur Fliegewellen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Jetzt schneit's Millionen. Freitag rund 90 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne. Beim Original. Lotto Thüringen. Willkommen zurück bei Nonsenf, der Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Und sonst so? Tja, also außer 15 Kilometer Corona nicht viel, oder? Ja, die neuen Regeln gelten. Die Corona-Zahlen schnappen auch hier in Thüringen in die Höhe. Und was hört man so aus Erfurt? Streitende Minister, Parteivorsitzende mit Twitter-Durchfall und ein linker Ministerpräsident, der Kanzlerin Recht gibt. Ja, wo kommen wir denn dahin? In den Föderalismus einer Demokratie, meine Damen und Herren. So einfach ist das. Das muss man mal einfach zerlegen. Erstens Demokratie, da darf halt einfach jeder sagen, was er möchte. Seine Meinung zählt nach Stimmanteil. Und am Ende, ganz am Ende, steht dann der Kompromiss. Also eine Lösung, die für alle irgendwie gut ist und für alle aber auch ein bisschen nicht so gut. Tja, und Föderalismus bedeutet, erst der Bund, der gibt den Kompromiss dann an die Bundesländer. Die machen aus dem Kompromiss ein Kompromisschen und geben den dann weiter an die Kommunen, Landkreise und Städte also. Und dort wird aus dem Kompromisschen ein Vorschriftchen gezaubert und ins Amtsblatt gedruckt. Prima. Das klingt ein bisschen wie stille Post. Oder? Ja, genau. Stellen Sie sich mal vor, die Politiker von Merkel bis Landrat sitzen in einer Reihe und spielen stille Post. Merkel, wir müssen einen harten Lockdown vorbereiten. Spahn, wir sollten auf einem Blockzaun vorbeireiten. Ramelow, wir sollten beim Zopfbauen einschreiten. Und Landrat Müller, wir müssen beim Krogbrauen einschreiten. Ah ja, so funktioniert stille Post im Föderalismus. Und das erklärt jetzt auch Grockbraun, ne? Die geschlossenen Weihnachtsmärkte, genau. Wenn man aber dieses Prinzip mal zu Ende denkt, sollte ganz föderalistisch die Entscheidung in der kleinsten Zelle der Gesellschaft stattfinden. Oder die Entscheidung zumindest dahin delegiert werden, in die Familie. So können wir Stadt- und Kreisverwaltungen entlasten und den Bürgermeistern und Landräten die schweren Entscheidungen abnehmen. Und jetzt mal ehrlich, wenn die Mutter zum Vater sagt, ich gehe aber heute nicht so weit weg und du bist spätestens um 10 wieder zu Hause, dann funktioniert das auch. Das wäre die Lösung. Jede Familie macht einfach ihre eigenen Corona-Regeln und zack, Problem gelöst. Ja, das wäre aber zu schön, um wahr zu sein. Die Realität sieht eher so aus. Ein Ministerpräsident, der alles versucht, um die Krankenhäuser am Laufen zu halten. Denn die Realität ist,
In ganz Thüringen ist inzwischen dunkelrote Farbe drüber gestrichen worden. Es gibt keine grünen Hotspots mehr. Na gut. Und die Partner in der eigenen Regierung, die vorne nicken und hinten twittern, sind auch nicht sonderlich hilfreich. Oder hier, the Godfather of CDU Thüringen, Christian Hirte. Der zeigt sich beim Skifahren. Ja, weiter als 15 Kilometer weg. Super Idee, lieber Herr Hirte. Wie weit ist es denn eigentlich von Ihnen da, zum Beispiel bis, naja, sagen wir mal, Oberhof. Ja, und vielleicht trifft man ja auch ein paar Bekannte, oder? Lassen Sie mich also mal zusammenfassen. Solange unsere Politiker, und zwar alle, sich weiter so wunderbar mit sich und ihren ganz eigenen Interessen beschäftigen, stehen sie anderen Dingen schon mal nicht im Weg. Zum Beispiel Corona. Und dann gute Nacht, wann immer Sie das hier gesehen haben.